Ja, gut, machen wir. Ich baue dir jetzt dein Schloss. Siehst du, hier kann ich wieder nichts setzen. Ich muss es wieder abwählen, anwählen. Das ist manchmal ein bisschen belastend. Ich habe jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr Leder dabei gerade. Und ich meine, in der Vergangenheit hat zum Beispiel der Begriff meine Leber. Ja, für die auf YouTube, es geht ums Gendern, dass er sinnlos ist. Nur so zur Info. Wenn man sagt, meine Lehrer, dann denkst du ja auch nicht automatisch nur an männliche Lehrer. Und das hat ja auch die weiblichen, also die Frauen, nicht davon abgehalten, Lehrer zu werden oder Lehrerin. Ne? Also, obwohl es halt eine männliche Berufsbezeichnung war oder ist. Weil es gab ja diese tolle Studie mit den Kindern, wo sie geguckt haben, ob die Kinder mehr bei gendergerechten Berufen mehr Interesse zeigen als bei nicht gegenderten. Wie Berliner schon sagt im Chat, Corona hat den Leuten zu viel Zeit zum sinnlos Scheiße überlegen gegeben. Ja, das stimmt. Ist halt wirklich so. Corona ist nicht verstärkt worden, ja. Stimmt. Jeder saß zu Hause, hatte Langeweile. Ich packe hier jetzt einfach mal Leder rein. Ne? Dann statt auf Twitch Quizplay zu gucken, haben sie sich so eine Scheiße überlegt. Ja. Ist halt einfach so. Brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Ich finde es schon sinnvoll, manche Sachen halt ein bisschen anzupassen. Aber das darf man halt nicht mit so einem Vorschlaghammer machen. Und das ist schon wie immer, braucht es Zeit. Abrisskugel. Ne, weil es gibt zum Beispiel, kennt ihr den Begriff noch Fräulein? Ja. Den gab es früher, das war gängig. Ja. Meine Grundschullehrerin hieß Fräulein Seeleib. Ja, aber das wurde ja dafür genutzt, weil das war eine unverheiratete Frau. Genau. Die wurde Fräulein genannt. Ja. Und erst wenn sie verheiratet war, hieß sie dann, weiß ich, Frau Müller, Frau Becker, weil man ging dann davon aus, das ist die Frau des Herrn Becker oder Herr Müller. Was ist jetzt? Selbst das wurde komplett abgeschafft und zwar langsam. Das hat man halt so im Alltag, wo das immer mehr verdrängt, ne? Weil man ja, weil es ja bescheuert ist, zu denken, dass eine Frau nur dann Frau Müller heißt, wenn sie einen Mann geheiratet hat, der Herr Müller heißt. Schlafen. Das ist ja Quark. Ja. Schlafen. Schlafen. Max, bist du, liegst du? Ich warte nur auf euch. Ich frage mich, was das gerade für ein Geräusch war. Jetzt ist... Sturm LP, herzlich willkommen. Ja, genau. Aber hier kannst du auch Fleisch noch reinpacken. Ja. Wir lassen das stehen, oder was? Ja, ne? Jojo, ich hätte gesagt, weil also jetzt sind wir hier, da guck mal gerade zu, hinter dir. Und der erste Wolf. Was? Oh, wo? Ach, da. Ich baue mal die Dinger hier. Oh, wir brauchen. Ah, fuck, wir haben nicht genug Holz mitgenommen. Ich habe alles reingepackt in die Textilbank. In die. Wäre ganz gut, wenn du das vielleicht ins Dings packst. In die was, Dings? In die Feuer. In die Feuer. Pack ihn Feuer. Eigentlich noch nicht. Nehmen und packen dran. Aber noch nicht anzünden, weil. Wollen wir die jetzt wirklich mit Häutungsbank machen? Ich weiß ja nicht. Alter, bei mir ruckelt das gerade übel. Machst du gerade irgendwas, Tex? Nö. Ich konnte die Wölfe gerade nicht treffen. Den hast du das war meiner. Ah, aber da hinten, ich da habe ich wieder so ein geiles Dingsbums-Ziel. Wollen wir das jetzt mit oder ohne Häutungsbank machen? Oh, ich weiß nicht. Mit. Macht mit, ehrlich, da geht's so unfassbar schnell. Ah, ich. Du schießt, ich laufe. Fragen. Kann man das eigentlich lernen oder kann man das so? Nein, nein, das geht so. Du kannst alle Tiere schon so tragen. Ja, guck mal, da kriegen wir 30 Leder, 30 Föhr raus. Mega gut. Ja. Und das guck Fleisch mal, was ihr aus dem Hasen kriegt. Ehrlich, holt Hasen. Aber Fleisch ist nicht so viel. Also das ist genauso wie sonst. Stimmt. Nee, tatsächlich sogar weniger. Recht, lol. Ja. Wir brauchen aber 1000, nee, wie viel? 600. Ich würde das einfach so machen, aber wir müssen noch ein bisschen Spaß mit dem Schießen. Oder? Ja, stimmt. Hier ist ein bisschen boring mit der scheiß Häutebank. Kann den nicht aufheben. Na jetzt. Der liegt einfach wahrscheinlich woanders. Aber mein... Was mit der Fackel auf, Chris? Ach. Ich hab noch nie ein Haus angezündet. Ich kann ihn nicht abbauen, Lul. Der liegt bei mir echt ein bisschen komisch. Ja, das war bei mir auch das Problem bei dem. Aber Knochen brauchen wir. Oh, fuck. Oh, oh. Oh, dass das Gute ist, das gibt gut Level ab hier. Ja, stimmt. Was da?
Nein, das war meiner. Aruf, bei mir hat mein Pfeil getroffen. Ja, bei mir stand 2,5, hab ich gemacht. Du siehst ja noch nicht mal, wie viel du machst. Ja, aber wir brauchen extrem viel, Fur. Also, die, wenn ich jetzt das so ernte, krieg ich 9. Wenn ich es auf der Häutebank mache, mache ich 30. Das wäre schön, da hinten mal so ein. Aber die kriegst du nicht. Da weiß ich nicht, wie hoch. Da musst du echt Millimeter genau treffen. Aber dann fliegt der auch eine halbe Stunde, der Fall. Hä, wo ist denn hier? Habe ich nicht hier eigentlich erschossen? Gut, was brauchen wir jetzt? Was? Also ich hole die jetzt mit dem Dings, oder? Ja, das Problem ist aber, wir brauchen 1000. Also Leder ist nicht das Problem, aber Fur brauchen wir 1000. Und du kriegst 9 Fur oder 10 Fur raus. Wenn du es auf der Häutebank machst, kriegst du 30 raus. Oh, pff. Aber jedes Mal dahin schleppen, da musst du ja 5-mal laufen. Das ist ja das Problem. Ja, ich glaube, machen wir so. Ja. Einmal kurz die Arktis leer gefegt. Hier. Kurz mal eine Wolfsrasse ausgerottet. Der Hase. Fehlen noch. Eigentlich da runter, nicht da runter. Oh, brauchst du auf jeden Fall ein bisschen. Der Brauchmann, was hast du für einen Bogen? Den kann man kaufen. Ich habe den, das ist der größte. Relativ genau, preiswert. Ich hab den größten. Ich hab den größten, ja. Den obersten Bogen in der Werkstatt, wo man Materie für braucht. Lol. Hey, ich grad. Daneben und trotzdem Headshot. Verstehe ich nicht, nee, wieso da. Das ist ja nicht immer Headshot, sondern es reicht ja auch, wenn du noch Schaden machst, damit er stirbt, dann kriegst du auch diese. Ja, stimmt. Jetzt kommt ja auch noch. Gehen eigentlich Lagerfeuer draußen kaputt? Ja, auf Dauer schon. Weiß ich gar nicht. Ich lasse aber die Knochen jetzt auch mal liegen. Ja, mach ich auch. Aber sein, dass dann auf dem Rückweg die Sachen nicht, also keine neuen Tiere spawnen. Hab ich auch schon erlebt, die Knochen liegen lässt. Also lassen die, theoretisch gesehen, müsstet ihr ein Tier vor die Tür legen, ja, um das Wölfe hinkommen. Ja. Eigentlich schon. Also eigentlich müsst die das, anlocken hier. Das Gesindel. Oh nö, so viel Schaden wollte ich dann nun doch nicht. Hast du denn ein Tier? Ich? Wegen vor die Tür liegen? Kein lebendes mehr, das kann ich nicht mehr tragen. Ja, ein lebendes Skelett. Tier? Das ist auch schwierig. Nein, ein Skelett kann ich nicht mehr tragen. Ich meine, wir dürfen es nicht häuten. Ja. Sondern erst, wenn wir es da hingelegt haben. Ah, jetzt kommen wir auch Sturm. Gerade mit meinen zwei fehlenden Rüstungsteilen werde ich jetzt aber mal jetzt hier wieder zur Hütte gehen. Ich weiß nicht, ob ich da eine. Ich glaube, da habe ich eine Höhle. Ich geh mal schnell wieder zur Höhle. So weitergegangen? Ja, ein Stück. Ohne mir auch ein bisschen Wärme. Hier war halt lebensmüde. Ah, Stufe aufgestiegen. Bisschen lebensmüde. Geh 3 Schritte weiter als du in die Arktis. Ich bin lebensmüde. Genau. Sag mal, habe ich eigentlich ein pinkes Messer? Ist das euch mal schon mal aufgefallen, dass man ein pinkes Messer hat? Ja, stimmt. So viel zur Genderfizierung. Ja, Moment, das ist ja auch wieder falsch. Ja. Wer hat denn entschieden, dass Mädchen immer pinke Sachen haben sollen und Männer blau? Ja. Ja, das Regierung. Ist die Spielzeugindustrie. Ja, nee. Das ist nämlich auch so. Warum darf denn der Junge nicht mit dem mit der Puppe spielen und warum darf das Mädchen nicht mit Matchbox-Autos spielen? Wer hat denn das bitte entschieden? Das kann doch das Kind selber entscheiden, oder? Oh, was wir hier aber aufpassen müssen, ist, dass die Decke nicht einkracht. Und das Schlimme ist ja, dass diese mit diesen Farben, Pink und Blau, das schafft bei den Kindern ja in der Farbe ein Vertrauen und sorgt dafür, dass die Kinder erst recht diese Farbe mögen. Weil sie es aus der Kindheit kennen. Mhm. Aber auch falsch. Na, damit andere dann hinter sich da ausgrenzt an Farben. Das ist Farbenmobbing. Farbenrassismus.
Next, warum sind die Pumpkins immer noch nicht voll, hä? Nee, aber weil, die wachsen, genau, nicht mehr. Wahrscheinlich sind, haben deswegen, ich vermute, dass deswegen viele Frauen halt auf Pink oder Rosa halt stehen oder das mögen. Und Jungs oder okay. Männer halt mehr hoffe, so dunklere Farben oder. Weil du meinst, so dass sie das als Kind eingetrichtert bekommen haben oder was? Naja, das, du hast halt immer dann gute Gefühle bei der Farbe, weil das halt dich an die Kindheit erinnert, unbewusst. Könnte sein. Also wenn ich gleich fluche, wisst ihr, was passiert ist, ne? Die Hütte brennt. Dein Ernst? Was? Wir haben einen Sturm. Ja, aber dann bau dir so ein Ausschlagdings. Ausschlagdings? Ah, das funktioniert sogar, Lul. Frage ist, ob dann die Hütte brennt, wenn ich das dahin baue. Ich weiß. Die Hütte brennt, sie macht alles nieder. Ah ne, das war die Horde. Egal. Was, die Horde brennt? Nein, die Horde rennt. Nee, die brennt. Jetzt das nicht? Ja gut, es geht auch, ja. Die Horde brennt. Aber normalerweise heißt ja, die Horde rennt, sie macht alles nieder. Ich komme jetzt auch mal zurück, weil der Sturm tut jetzt schon ein bisschen weh. Stimmt, wir brauchen ja auch noch Fleisch. Ist und donnert. Oh, weh, weh. Weil das Fleisch kann man ja... Das Fleisch kann man ja da brennen. Ja, deswegen hatte ich da ja die Lagerfeuer hingestellt, aber nein, der Herr... Wobei, das spoilt halt auch noch ganz schön, ne? Ja. Da geht viel auf dem Weg verloren. Mhm. Ja gut, wir wollen nur 600, das ist echt nicht viel. Wieder ein Talentpunkt. Leute auf dem Rückweg sind schon wieder Wölfe. Auf dem Rückweg. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das bauen kann da. Tatsächlich. Ich wollte bauen. Wo wollte ich bauen? Ertrag durch Häuten? Ne, da wollte ich hin, genau, also muss ich das lernen. So, mit O. Was kriege ich da jetzt? Erhöht Lederausbeute beim Häuten. Mhm. Okay, wenn du das sagst. Gut. So. Reicht tatsächlich noch nicht. Hä, wo hast denn du da was reingelegt, Gabax? Holz. Ich habe nicht gesagt, dass ich Holz da reingelegt habe. Ich habe gesagt, ich habe alles, was ich dabei hatte, da reingelegt. So. Leicht. Ja. Draußen liegt aber viel Holz. Hier schon wieder Sachen respawnen. Ich sehe kein Vieh. Na, habe ich gerade getötet. Ach, da ist gerade einer gespawnt, cool. Ich leg mal das ganze Leder und so in die Bank. Den nehme ich jetzt mal so mit. Und leg den mal vor die Base. Ja. Ah, halt. Einmal tragen, bitte! Mal, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kann ich schon für dich Bild machen. Guck mal. Oh. Ja, einmal. Schieß für die Kamera, schieß. Noch okay, hier, Leder haben wir schon fast fertig. Da fehlt uns jetzt nur noch 160. Aber Fur, das reicht noch nicht. Da haben wir 300. So, den lasse ich mal da liegen, wa? Den lassen wir mal da liegen. Boah, da oben sind auch wieder drei Stück. Drei Stück. Hier sogar. Ups. Guckt einfach zu, wie sein Kumpel erschossen wird. Na, ja, komm mal hier in meine Richtung, dann brauche ich nicht so weit laufen. Alter, wie viel hältst du aus mit deinem Level 16? Dein Haustier sieht nicht gesund aus, ja. Muss mal zum Arzt, glaube ich. Noch einer, da noch einer. 400 Fell haben wir jetzt schon. Und ja, ja. 1200, also Leder haben wir schon. Wir haben sogar mehr Leder jetzt. Wir sind mit dem Leder schon fertig. Müssen es halt nur abgeben. Da geht er relativ fix. Aber das Fleisch Fell, wird schwierig, glaube ich. Nee, das Fell, das ist eher gerade ein Problem, weil da brauchen wir jetzt noch 200. Fleisch brennt ja schon durch.
Das vergammelt nur relativ schnell. Das soll das Problem sein. Hätte ich irgendwie eine Möglichkeit, mehr Fleisch rauszukriegen? Ich glaube nicht. Nö. Ja, nur heute. Ja. Ah, ja, sehr. Jetzt auf jeden Fall auch schon zu wenig Fleisch. Also es reicht noch lange nicht. Nee. Was denn? Decke eingestürzt? Decke stürzt ein, ja, wegen dem Eis. Wegen dem Schnee, meine ich. Kann schon denken. Ich sammle mal schnell die Schlafsäcke ein. Nicht, dass die kaputt gehen. Also Chris, an deiner Stelle wirklich Hasen, würde ich Häutungsbank machen. Ja, so viele Hasen haben wir hier nicht. Weil Hasen bringen dir vielleicht 2 Fell, aber bringen dir 30 Leder und 20 Fell. Hier bricht die nächste Decke ein. Ist immer aufgesammelt. Ich habe keine Reparaturhammer. Gut ist, wenn du die vorher aufsammelst, gehen die nicht kaputt. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Aber wir haben auch nicht genug Holz. Ich hol mal so einen Hasen. Also wir brauchen ja Fell und Leder haben wir jetzt quasi schon. Ist er denn raus aus so einem Hasen hier? Ja, das gucke ich jetzt auch. Keine Ahnung. Achso, Fleisch packst du da auch rein. Hasen da hängen hast am... Am Gürtel. Aber Gürtelschnalle. Schnell Schräge bauen. Naja, wir haben aber kein Holz mehr. Guck mal, Holz. Ja, lass mal, nee, lass mal das Fell noch fertig machen. Weil ja, dann das ist ja fertig. Haben wir genug? Achso, nee, sorry, Leder ist fertig. So, für die Leute auf YouTube, ich habe vorhin noch großkotzig gesagt, ich hatte noch kaum Bugs. Kapsel unsichtbar gerade in der heutigen Folge. Und ich habe einen, bin zu einem Baum gegangen, wollte den fällen. Der hat plötzlich Feuer gefangen und da steht gar kein Baum mehr. Guck mal. Ist einfach gar kein Baum da. Aber ich verbrenne mich trotzdem, wenn ich rangehe. Ganz komische Angelegenheit. Oh, wie heiß ist denn das da? 21. Nö, aber hier ist so orangenes Bild, lol. Als hätte ich hier übelste Hitze. Ganz komische Geschichte. Ganz komische Geschichte. So, wie viel brauchen wir jetzt noch gewachsen, hast du gesagt? Ich habe noch 21 im Inventar. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 200 noch. 200. Nee, 400. Ja, 100 haben wir noch, also 300. Also genau. 100 haben wir schon drin. Dann lass mal die jetzt machen, dann kommen wir nämlich komplett hier weg. Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist doch, wenn jemand followt, eigentlich. Aber ich habe das eigentlich ausgestellt von dem zweiten Bot. Schöne Sache hier. Ich hör mal so ein Dillem. Ach, Tex kommt, glaube ich, auch gerade zu uns, ne? Ja. Was ist denn mit den... Hast du das jetzt alles ins Inventar genommen? Noch, nein, die müssen noch, sind noch am Bugs. Starbucks? Hä? Du hast jetzt alles ins Inventar genommen? Ja, ich laufe jetzt mal hin, weil wir haben erstens kaum noch Platz und das ganze Fleisch, was ich jetzt dabei habe, das soll wenigstens schon mal 100 reinlegen oder so. Ja, mach dass das schon mal safe ist. Weil das mach gar mal. Sonst jetzt die ganze Zeit also weg. Da, wo Chris ist, habt ihr Rütte. Jo. Genau. So, da ist das Fleisch. Okay, dann kannst du die Hütte aber schon wieder abbauen, dass wir jetzt in den Wald gehen, oder? Na, aber ich wollte jetzt hier noch, ja toll, aber wenn du jetzt hier abhaust, Gabax, das ist so sinnlos. Warum? Da war ich dann wieder keine Tiere ab. Ich hab keinen Platz mehr, ich hab keinen Platz mehr. Wie? Ich hab doch gerade gesagt, hau ich ab. Hä, wir brauchen doch noch Fell. Ja, aber das können wir doch, wir müssen eh voll viel Nahrung holen und das, also Fleisch, dann können wir auch im Wald holen, das bisschen fördern noch. Bisschen 300. Ja, aber du gut, doch deine Verantwortung. Ey, Hauptsache ich bin gerade mit Kühlschränken durch unterwegs gewesen. Mit Kühlschränken? Gutes Fleisch. Braucht man natürlich. Ja, wieso? Dann spoil's nicht. Dann könnt ihr hier weiterbleiben. Das holen wir im Dings. Das holen wir im, sag mal, Wald. In the Wald. Jetzt habe ich aber so viel Holz hier, egal. In the Wald ist es los. So, dann nehme ich mal hier das Fleisch mit. Ich kann dir Stöcker geben, wenn du brauchst. Ich mit Stöckern. Alles so werde wie Sticks, du. Ha! Pfeile. So, dann nehme ich die Dings hier noch mit. Die Lagerfeuer. Oha, was ist denn hier so schwer? Lagerfeuer ist sehr schwer. Ist es wirklich? Ja. Lagerfeuer sind richtig schwer, die biegen irgendwie 30 oder so. Oha, was?
packe ich denn dann weg? Holz. X. Gut, Lagerfeuer kannst du. Das ist die Lagerfeuer da. Das ist. Die sind, kosten noch nichts. Lass den Bums jetzt hier stehen. So, oh, ab in Wald zur Kapsel. Auch wenn ich sie nicht sehe. So, Leder haben wir zusammen. Hier irgendwo ist die Kapsel. Da. Packe ich das auch mal da rein. Packe das Leder noch mit dazu. Dann haben wir noch mehr als genug. Das Fleisch, dann spoilt das nicht mehr, habe ich mir sagen lassen. Zeig mal, steht das dann da? Ja, will not spoil, okay. Dann das hier gleich mal dazu. Achso, wir brauchen eh nur gekochtes, richtig? Aber dann kann ich das ja... Wenn man die... In die Lager feuern. Wie kann ich das da nicht hinstellen? Römisch. Eins, ne? So, ein Drittel sind die ganzen Sachen jetzt erst fertig. Du meinst das Gemüse? Ist wieder zurück zu deinem Dings oder was? Mhm. Ich wollte eigentlich wirklich nur das vorbringen. Die Kühlschränke. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir die Hütte. Brauche ich einen 4 Böden. Kann ich die noch craften? Ich brauche das Holz. Holz, 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 Holz. Dass er das da unten baut, wieso? Scheiße! Ja, Max, ich bräuchte mal. Was denn? Scheiße. Deine Axt noch intakt? Ja. Kann ich mir die mal ausleihen? Meine ist gebrochen. Wegen Holz, ne? Ja. Er baut halt leider hier Sachen in den Boden. Verdammt. Ich leg dir die in die Kapsel. Nicht, dass die dann noch irgendwie in Boden backt. Liegt drin. Merci. Bocco? Der jetzt jagen. Ja, ich versuch's. Problem, ich hab grad noch 25 FPS. Mal gucken, ob ich das hinkrieg. So, was brauch ich denn noch? Eiber. Eiber! Da finde ich aber gar keine Tiere, also ganz seltsam. Aber wir können ja echt probieren, hier mal eins vor die Tür zu legen. Ist ja anlocken. Ja. Ja gut, wenn ich mal eins finde. Was aktuell ist tote Hose hier. Gar nichts los. Nicht mal ein Reh. Das, obwohl du Horst bist. Genau. Oh doch, ein Reh. Ah ne, Ziege. Gämse. Wozu baue ich jetzt eigentlich die Hütte, wenn wir die gar nicht brauchen? Weiß ich nicht. Na doch, vielleicht zum Schlafen. Wie sagt Oma immer, lieber haben statt brauchen. Genau. So, so, warum auch immer jetzt das Dach abgerissen hat, statt die Dings. So, Hütte steht. Aber das ist wenigstens fertig. So, die das blöde Tier Bank schmeiß ich mal vor die Tür, vor die Hütte. So, mit der Was ämst du? Ich kann es nicht platzieren, warte mal, Gegenstand. Ah, jetzt. Soll ich die Haut mit abziehen oder? Ja, ja, oder? Wie meinst du? Ja, für der Ziege. Ich die Kackkapsel nicht sehe. Wo ist denn die? Ah. Wow, das ist aber hier kurz vor Spoil, Junge, Junge. So, wie viel brauchen wir denn noch? 119 Cooked Meat. Und 300. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. So, dann. Mal gucken. Hier, ich kann deine Axt wieder geben. Ich pack die mal ins Feuer hier, Gabax. Ins Feuer, ja. Welches ganz rechts, oder was? Ah, ja. Dankeschön. So. Ja, mal gucken, ob wir jetzt hier noch Viecher finden, wa? Ja, ich habe hier jetzt eins liegen. Mal gucken, ob das unlockt. Da hinten sind Tiere. Hat eins im Augenwinkel gesehen. Ist schon mal ein Wolf. Hier ist halt der Nachteil, dass du wegen dem ganzen Grasgedöns nicht so viel siehst. Das ist halt das im Eisbiom schon geil. Oder du machst Low-Grafik an. Ey, ist das eine Low-Grafik-Mission? Weil wenn du hier Low-Grafik anmachst,
Dann hast du... Siehst du schneller die Früchte, die auf dem Boden wachsen, für die Sammelmission. Und du siehst schneller die Viecher. Ja. Eine Gemse hast du hier hingelegt. Aber irgendwie lockt die noch nichts an. Ah, ich glaube, gerade ein Wolf. Kann sein, dass es... Obwohl es schon bis zum Himmel stinkt. Bist du. Genau. Müsst du mich wohl wieder waschen. Ja, ich trage halt immer denselben Anzug hier, ne? Du doch auch. Das stimmt eigentlich. Ich springe ab und zu mal ins Wasser. Wobei, weißt du nicht. Mehreren Tagen. Missionsmäßig wechseln sie den vielleicht mal. Ja, vielleicht. Aber stimmt, ey, hier ist echt ein bisschen bäh. Mit Tiere. Ich habe gedacht, dann findest du schneller Tiere. Ah, hier ist nochmal eine Gemse. Aber auch Wildschweine brauchen wir. Oh, da ist ein Reh. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Got it. Ah, da ist auch was. Ist aber ein tolles Spiel, macht richtig viel Spaß. Ja, finde ich auch. Also klar, es ist oft dasselbe so, aber... Ihr könnt vielleicht Tierköder grundsätzlich verwenden. Machen Stimmt. wir doch. Die waren gar nicht so teuer, wa? Nee, also richtige Köder. Oh, da unten, gewachsen. Da unten. Links. Ja, groß Fleischpost halt, ne? Erster. Nein, ich hab... bei mir dein Fall, Leute, guckt in die falsche Seite. Welche Richtung, meine ich? Hier unten ist auch noch ein. Ja, das hab ich gerade getötet. Da rechts ist noch einer. Oh, Gewittersturm. Und Wolf auch noch. Ja, Gewittersturm, Chris. Unsere Hütte. Na gut, die brauchen wir aber nicht. Achso, bei Tex da meinst du? Ja. Ach, Tex, hast du jetzt nicht mal langsam deine Kürbisse zusammen da? Wir sind überall Kürbisse, wir hätten das bestimmt schon längst zusammen. Ja, gesammelt hätten wir das auf jeden Fall schon voll. Ja. Aber hallo, hätten wir das vorher. Ich schau grad mal kurz noch einen Feuerfächer. Ich hab schon gelernt. Achso, du nimmst auch nicht. Immer nur. Nee, Gabax, bau die mal wirklich richtig ab. Hä? Warum? Na, weil dann sonst nichts nachspawnt, glaube ich. Also manchmal behindert das die Spawns. You know what I mean? Die Leichen quasi blockieren den Nachspawn. Glaube ich nicht. Hatte ich aber tatsächlich schon mal im Schneebiom. Feuerfächer und Reparaturhammer, ja. Aber die Skelette lasse ich liegen. Hä? War der nicht? Da war gerade ein Hirsch, der hatte zwei Pfeile in sich stecken, aber hat wieder gelebt. So. Mutant, ich wusste es. Hier fängt die Zombie-Apokalypse an. Alter, der hält auch übelst viel aus. Also Chris, ich bin jetzt knapp vor der Hälfte. Na, dann lass dir jetzt mal nicht hier Blitz einschlagen, du. Aber Feuerfächer sollte ja doch gehen. Bau dir mal am besten eine Rampe noch. Hab ich Stück. Bau dir mal noch eine Rampe, dass du oben ans Dach kommst vielleicht. Hm. Aber hier ist glaube ich ganz gut. Da bist du. Da oben ist noch einer. Lol, der ist nicht gestorben. Jetzt sind doch die Dings aus, war die Feuer. Ja. Dann pack das Fleisch schnell mal. Kürbisse mitnehmen oder was, wenn man die sieht? Weiß es nicht. Oder machst du das jetzt mit angebauten? Du kannst jetzt gerne die ganze Strecke von da bis hierher nochmal herlaufen. Ja, glaub mal, dann habe ich alle fehlenden. Ja, wirst du bestimmt haben, aber ob du auf dem Bock hast, ist eine andere Sache. Nö. Siehst du. Die Antwort kennst du. Oh, Wolf. So, an die auf YouTube, willkommen zurück. Wir haben jetzt gefühlt 2 Stunden lang nochmal Tiere getötet. Es ist sehr ätzend und Hut ab an jeden da draußen, der das alleine gemacht hat. ihr habt jetzt das Fleisch wo? Ist hier noch Fleisch drin irgendwo? Oder habt ihr alles? Ich hab das in der Tasche, ich kann's reinpacken. Jo, pack rein, den Bums. Zum Lagerfeuer. Dann, heb, rein. Dann okay. Hebt ihr ab hier, wa? Oh, wow! Kurz mal Gabax angezündet. Holy shit, Alter. So. Keine Vorwarnung, ey. So, und jetzt zum Landeschiff zurück. Ach, ja, schön. Ja, wie ihr seht, ein paar Lagerfeuer. Ein paar. Also, man muss sagen, es war ja jetzt einmal die Farming-Sache. Die fanden wir jetzt alle drei eigentlich ziemlich pillepalle. Auch mit dem Suchen und so. Wenn du hier ein paar Mal über die Map rennst, du findest einfach alles sofort. Und aber das Hunting, also die ganze Zeit die Tiere töten und dann kriegst du immer nur 4 Fleisch, ist halt schon sehr ätzend.
Und ihr könnt euch ja. Zwei nur. Ihr könnt euch ja ausrechnen, wie viele Tiere man eigentlich töten muss, um 1000 gebratenes Fleisch zu kriegen, weil der Scheiß. 600. Oder 600, aber der Scheiß wollt ja auch noch auf dem Weg. Ja, also, das stimmt. Ja. Musst du ungefähr 800 eigentlich einrechnen, glaube ich, im Solo. So, na dann ab zum Dropship. Das ist jetzt zum Glück nicht so weit, oder? War das nicht? Das war doch hier gleich. Nö, oder? Das geht. Also, ah, nee, warte, wir können auch wieder hier bescheißen. Warte, wir können. Ja, dann bescheiß mal. Ja, ah ja. Aber ne, da müssen wir ja zum Rand, ne? Achso, haben wir ja hier. Sag ich mal, wo ist denn der Rand? Ja, hier unten da. Ach ne, halt. Da oben. Na da, genau. Blau. Blau, 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 blau. Blüten. Ja, genau. Zion. Reicht das denn, wenn du jetzt ein paar Schrägen baust? Wie kann ich denn bauen? Ja, reicht. Oh, sorry. Hörst du mal auf, ey! Ich bin sensibel! Ist mir ausgerutscht. Sechs blaue Balken. Yeah. Biegen meine ich, also Markierung. Blauer Biegen. Okay. Ist dir ausgerutscht. Wolf. Natürlich ist dir das ausgerutscht. Brauchen wir noch Fleisch? Nee, ich hab versehentlich den Bogen losgelassen, die Spannung. Wir waren noch nicht. Ich dachte, so ist dann gerade jemand im Chat, der die Punkte noch haben möchte. Achso, da war ja was. Na, wir können ja zurück, so oder so erstmal. Flap, Junge. Haben noch nicht genug Tiere getötet. Emmy. So, brauchst du deine Schrägen? Ja, wir auch schon dabei. Du guck mal, du freilich, du prima. Wie hast du denn? Ja, noch. Dann starten wir Icarus, Sammy. Ja, noch, okay. Ja, dann Kovo und Sammy. Dann, achso, dann müsst ihr warten, bis der Text dann postet, ne? Glaube ich. Mhm. Zumindest schon mal Icarus starten, das könnte. Wenigstens das könnte. Reicht das? Ach so, machst du das. Ah ja, Trick 17, okay. Dann brauchen wir ja eigentlich auch ja nicht. Trick kommt ja immer noch hoch. Ah, das müsste aber reichen. Wenn du jetzt drückst, müsste es schon anzeigen eigentlich, oder? Sag ich mal. Oh nein, hat nicht gereicht. Scheiße. Ja, dann. Ja, kommst du nochmal hoch. Wo bist du denn jetzt? Da. Dann nehme ich die von unten mit. Ja. Knarsch, Knirsch. Knack, Krawall und Remi Debbie. Ja, brauchst schon so 20 Stück, das stimmt schon. Gibt's denn sonst neue, die das noch möchten? Dass sich die Punkte einheimsen. Mhm. Seid alle herzlich willkommen, einfach aufs Discord kommen. Immer noch nicht. Hast du gerade geklettert? Geht immer noch nicht, Alter. Ganz ehrlich, dann lauf. Wir sind nicht am Rand, glaube ich, deswegen. Das ist ein Mittelberg. Ja, das kann sein, ja. Boah, dann wäre ich mit Laufen schon längst da gewesen. Ja, ich gehe jetzt auch zu Fuß. Ja, habe ich aber jetzt auch nicht mehr dran gedacht. Gerne. Was machst du denn? Jetzt bin ich... Also guck mal, Homer möchte rein, DMC möchte rein. Gibt 600 Alter. Punkte, glaube ich, oder? War das eine 600? Ja, das ist eine 600 Punkte Mission. Kann also, froh sein, dass ich nicht gestorben bin, ey. Aber im Discord-Channel. Genau. Trefft euch mal unten in einem Channel. Ich komme dann gleich dazu. Und dann könnt ihr joinen. Also der Text macht dann, genau, der Text macht nochmal den Server. Also bist dann auch erstmal, ich weiß nicht, doch, du kannst dann rausgehen, aber. Geht raus, wir beide machen raus, ich starte neu, dann kannst du abzischen und ich warte auf genau. Genau so machen wir das. Seht ihr, YouTube-Leutchens? Es lohnt sich auch immer mal auf Twitch vorbeizuschauen. Da gibst du dich Punkte for free. Oh, Free Willy. Freiwillig und so. Free Willy. Genau. Fünf Leute können wir machen. Englisch ist perfekt. Also ja. Hier müssen wir uns mal merken. Hier würde ich gerne dann, glaube ich, wenn wir wirklich mal im Außenpost oder so noch mal eine Base bauen, ist das hier an dem Wasserfall halt echt geil. Ja, aber halt in der Spirit Walk, ne? In was? In wo? In einem Inwie? Spirit Walk. In der letzten Mission, wo du frei bauen kannst, Matze. Warum nicht Außenposten? Achso, da hast du ach wieder so eine... Hast du wieder, ist ja alles begrenzt, war auch vom Platz und eben, so. Deswegen, bei Spiritwalk bist du halt komplett frei, da kannst du überall hin. Na, aber die hatten nur 30 Tage. Ja, ja, eben. Naja, ne Fehler. Ja. Muss man mal zeigen, wo. So, jetzt erstmal wieder Abzockkapsel, ist das hier meine? Stimmt, oder? Ja, du kannst ja wegfliegen. Nö, meine ist das nicht. Kannst in der Einstellung Steuerung sprinten, aktivieren, deaktivieren. Hier, bei mir ist noch eine.
Chris. Meine ist das bei da. Dir, ja. Die bei dir ist das die von mir. Schieß, ja. Die beim Roten ist meine, da. Ey, was, okay. Was schubst du meine Kapsel? Lass mich. Hey. So. Christian, Icarus ist ein wilder Ort, aber im Vergleich zu dir ist es nicht. Tex, du kannst auch erstmal runter, ne? Also nicht runterfliegen, sondern nur... Ja, ich weiß, dass du mein Zeug zur Charakterauswahl. Chris kann ja starten mit der Kapsel. Du klar, du weile, du prima! Wo habe ich alles mitgenommen? Ja, die war kaputt. Irgendwas weggelegt? Nö, ich glaube nicht. Ach, wenn nicht, ist auch egal. Hab genug Punkte. Ich hab's doch! Ich steck mal Money! So, Mission erfolgreich. Machen Firmen wieder plus. Also auf in deine Kapsel und willkommen auf Icarus! Eigentlich ist das euer Part. Ihr müsst aber meine Textstellen lernen. Nur mal so, warum hast du immer gesungen auf Icarus? Das, der Planet heißt doch nicht Icarus, doch. Sondern die Firma, also die... Nein, der Planet heißt Icarus. Ist Icarus. Echt? Okay. Icarus ist die zweite Welt. Vielen Dank fürs Follow und Schramme. Haben die denn immer Klamotten an, wo dann Icarus als... Hey, die gab nur 250 Punkte? Ja, stimmt. Was? Du sammelst hier 5 Stunden die Kacke und dann kriegst du 250 Punkte? Hä? Alter. Gehst du raus? Kann ich runter? Ja, ja. Einfach rausgehen. Dort fehlt mir noch Arm, richtig? Carbon, Waffen, Panzer? Was ist das denn? Was ist der Arm? Starke Panzerung aus leichten Carbon. Aber ist das jetzt der Arm? Ja. Ja, muss ja, aber. Genau. Steht einfach nur Carbon-Waffenpanzer. So, kannst Text. Ja, ich joine. Meine. So, an alle, ihr dürft drauf joinen. Kann ich auch jetzt? Kannst joinen. Ja. Oh, jetzt kann ich sogar beide noch herstellen. Ja, sag ich ja. Nee, ich meine auch vom Punkten her. Ja, sag ich doch. Nee, Hese. Für mich nicht, ich bin raus. So. Perfekt, so, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut. Und sehen uns dann zur nächsten Folge Icarus. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Sind Missionen erfolgreich, machen Firmen wieder plus. Also auf in deine Kapsel und willkommen auf Icarus. Das hier ist kein Spaß, das ist Überleben. Du musst deinem Instinkt vertrauen auf einen fremden Planeten. Hoffen und beten.